haben wir uns jetzt auch gerade kurz übergeben, damit ich das Bild hier kommentieren kann, wie heute Vormittag auch schon. Der Max hat, wie gesagt, den Patienten vorbereitet und der über uns fliegende Sicherungshubschrauber hat das Zeichen gegeben, dass der Medivac reinfliegen kann. Die Landezone ist markiert, Sie sehen den grünen Rauch da vor sich, sodass wir auch ganz genau abschätzen können, wo kommt der Wind her und wo müssen wir hin. Die Verbindungsaufnahme zwischen dem Team und dem Helikopter findet auch statt. Der Helikopter geht rein. Bodenkontakt werden sofort die Sanitäter aussteigen und der Notarzt. Werden Verbindungsaufnahme mit dem Rettungssanitäter des vor Ort befindlichen Teams machen und ein Übergabegespräch führen, damit man weiß, worauf man sich einstellen kann als Verletzter. Der Patient wird übernommen und dann wird der Patient in die Maschine verbracht. Deutsche Fahne. Zusammengerollt, Gurte, alles was dazugehört. Alleine wiegt über 16 Kilo. Und das Ganze muss natürlich bei einer gezielten Landung, taktischen Landung am Boden, auch sehr schnell abgestreift werden. Der erste ist unten, meine Damen und Herren. Der zweite fast im Stehen gelandet. Das ist eine super Leistung. Ganz sanft zu Boden. Ich glaube, man trifft härter auf dem Boden auf, wenn man morgens sich aus dem Bett schwingt. Das ist nicht ansatzweise so sanft. Alle unten, prima. Die NATO I-3A mit dem berühmten großen Radarpilz obendrauf. Und ich begrüße Raimund Schulz. Hallo Padberg. Eine Sonderbemalung in Tigerburg. Das hier. Wir machen das, Kanonen machen auch das.